Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The House of Caravan. Da sind wir wieder. Es geht wieder weiter. So. Ja, da haben wir Särge und da wird man jetzt auch gleich mal reingucken. Aber mir fällt gerade noch ein was ein. Wir hatten doch noch eine Truhe in dem Servicebereich. Und wir haben da noch einen Schlüssel an dem einen dringend dran hier. Weil wir hatten ja noch einen zweiten Schlüssel, vielleicht. Na. Vielleicht passt der da, ja. So, da ist jetzt nochmal hier rüber und in die Küche. I need something. So, jetzt muss ich wieder durch das Ganze durch hier. I need something. Okay, der Schlüssel ist es also nicht. Aber da. Ja, das sind halt zwei, deswegen habe ich gedacht, dass einer von denen vielleicht dazu passt hier. Ja, mal schauen, vielleicht findet man noch den Schlüssel für das kleine Trüchen. Gucken wir erst bei den Särgen nach jetzt hier. Und lassen uns nicht beirren von diesen gruseligen Geräuschen hier. Denn es ist hier kein Horrorspiel eigentlich. Also, ich mein's halt nicht, ne? So. Okay, jetzt gucken wir in die Särge rein. Hausschlüssel der Karawane. Okay. Amanda hat diesen Schlüssel gehabt. Mal wieder zu. Das ist ja makaber hier. So, da können wir gar nicht aufmachen bei Kaylee. So, hier können wir bei Robert. Ja. Igitt. Ein Skelett mit Spinnweben. So, Edna, okay. Ja gut, jetzt haben wir den Hausschlüssel. Ja, aber trotzdem, mir fehlt für das kleine Drüchen hier noch ein Schlüssel eigentlich. So, mehr ist aber tatsächlich hier nicht, ne? Hm. Gut, jetzt können wir aus dem Haus raus. Na, die anderen Särge sind leer. Das heißt also, dass die Personen hier noch nicht drin sind. Na, also die Treppe hier ist ein bisschen schlecht zu laufen. Moment mal, warte mal. Oh. A Matchbox. Da ist auch noch ein Brief. Den hätte ich fast übersehen. So, und ein Buch mit sonst nichts hier. Nö, ganz einfach ein Buch. Tock. So, da haben wir noch einen Brief. Dear Mr. Caravan. As we agreed last week, everything is ready for the admission of Lady Madeline at the mental hospital. You have my word that she will receive the best medical care from our doctors and the best treatment techniques will be used. I remember you also told me the day we last met that your son Lester will be sent to the house the same day. So I just hope that everything will be all right in your family, as he will remain alone there until your return. I will be waiting for your arrival on the evening of Friday the 29th. And you can tell your coachman to leave the carriage at the hospital and return home the next day. Sincerely, Dr. Frank T. Kelly. Candlewood, 22. April 1910. Sehr geehrter Herr Caravan, wie wir letzte Woche vereinbart haben, ist alles für die Einweisung von Lady Madeline in der psychiatrischen Klinik bereit. Sie haben mein Wort, dass sie die beste medizinische Betreuung durch unsere Ärzte erhalten wird und die besten Behandlungstechniken eingesetzt werden. Ich erinnere mich daran, dass Sie am Tag, an dem wir uns zuletzt getroffen haben, auch gesagt haben, dass Ihr Sohn Lester am selben Tag zum Haus geschickt wird. Von daher hoffe ich,
dass alles in ihrer Familie in Ordnung sein wird, da er von dort bis zu ihrer Rückkehr allein bleiben wird. Ich erwarte Ihre Ankunft am Freitagabend, dem 29. Sie können Ihrem Kutscher sagen, die Kutsche bei der Klinik zu lassen und am nächsten Tag nach Hause zurückzukehren. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Frank T. Kelly. Drum ist keiner im Haus, weil er da hier bei der Einweisung ist. Aha. Dann haben sie tatsächlich eingewiesen. So, und wir haben auch alle Briefe. Jetzt kann mir die Truhe drüben ja wurscht sein, da ist nichts drin. Keine Ahnung. Wir haben jedenfalls alle Briefe bekommen, das hat das Achievement uns gesagt hier. So, schnell hier durch und hier raus. So. Welches ist der Schlüssel? Need something. Der hier ist es, so. C. Caravan. Son, I know you must hate me now. And I understand that. I'm not proud of some of the things I have done. However, I will do anything, and I do mean anything, to protect the caravan family. And you, after all, are a caravan too. For centuries, the caravans have had the unfortunate tendency to die young. Before long, Lady Madeline and myself will be gone, and you will become the last of the caravans. I am sure that someday soon, you will have to do at least the same things I have done to protect the caravan lineage. Everything I have will be yours, from the mansion to the hospital, but most of all, the responsibility of being a caravan. Therefore, I can only wish you a healthy life and a successful future, and urge you to never, ever regret anything you have to do to preserve the family line. Okay, das Ende hat mich jetzt doch ein bisschen arg überrascht, muss ich sagen. Der Mann oder der eben jetzt der Vater, wenn wir es jetzt dann so bezeichnen wollen, hat sich jetzt beim Sohn entschuldigt, sozusagen, per Text hier. Und ja. Angeblich war Lester Barnard dann ein Sohn der Caravans. Was aber eigentlich so nicht sein kann. Wir wissen es anders. Danke fürs Spielen. Okay, beliebt hast du zurückkehren. Ja, wir wissen es anders. Er war Lester Barnard und die Mutter von ihm wurde er umgebracht. Und auch nur aus einer Intrige heraus, damit er ihn irgendwann sozusagen kidnappen kann und dann zu sich nach Hause und ihn dann umbenennen lässt. Und jetzt am Ende tut er ihm eben alles das hier offenbaren in dem Brief, dass jetzt er eben der Letzte der Caravan sei. Ja. Und ja, er und die Madeleine eben ist verschwunden. Interessant. Das sind wahrscheinlich die beiden hier. Ich weiß es nicht. Ja, ich hatte mir jetzt tatsächlich ein bisschen mehr erhofft und kein so ein abruptes, unerwartetes Ende. Und das Spiel tatsächlich ging jetzt doch tatsächlich schneller zu Ende, wie ich mir das jetzt gedacht habe, ne? Gerade mal 6 Folgen.
Ja, so richtig Rätsel-Puzzle-Spiel war es jetzt nicht ganz in meinen Augen. Das war da die Box da und halt hier diese Papierschnipsel zusammensetzen, aber sonst war es eigentlich mehr so ein bisschen Exploration-Game, ungefähr so wie damals das Spiel What Remains with Edith Finch. Aber naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mal schauen, was ich jetzt dann noch als nächstes bringen werde. Also ich habe das jetzt mal so als kleine Einlage hier gebracht, einfach weil mir es gefallen hat, das Spiel. So vom Grafischen her und so weiter ist es ganz nett gestaltet. Viele Dinge wiederholen sich, die Gegenstände, die so in den Truhen liegen oder die Vasen und so weiter, die sind oftmals die gleichen und naja, aber es hat wieder eine tiefgründige Story gehabt von einer Familie, die auch sehr jung gestorben sind, die Mitglieder, wahrscheinlich auch an komischen Sachen halt einfach. Das ist auch, wie gesagt, ungefähr so wie bei What Remains of Edith Finch. Bloß halt nicht so tiefgründig. Ja, ich bin froh, dass ihr jetzt dabei wart und hoffe, es hat euch tatsächlich gefallen. Und dann will ich euch bei den nächsten Projekten auch wieder begrüßen. Ja, und hinterlasst mir doch einen kleinen Kommentar, ein Like oder sogar ein Abo. Und teilt einfach mal meinen Kanal oder das Video oder die Playlist, je nachdem. Erzählt einfach mal euren Freunden hier von mir und ja, würde mich natürlich freuen, ne? Also, dann sehen wir uns in irgendeinem anderen Projekt wieder oder in einem neuen oder in einem alten oder wie auch immer. Tschüss, sagt euer Legolas.